Hallo, in diesem kurzen Video geht es um die Arbeit mit dem Smith-Diagramm. Zunächst mal ganz einfach, was stellt es dar, was ist es und wie kann man einfach hier Impedanzen und Admittanzen in Reflexionsfaktoren umrechnen, denn dazu kann man es auch benutzen und natürlich noch zu ein bisschen mehr. So, zunächst mal, das Smith-Diagramm besteht aus diesen zwei Teilen, einmal hier dem großen, runden, wirren Teil, in dem man alle passiven Bauelemente hier eintragen kann. Eine Erweiterung des Smith-Diagramms für aktive Bauelemente würde heißen, dass diese zu Punkten zu liegen kommen, die hier außerhalb ist. Also wir reden nur über passive Elemente. Und was wir hier unten haben, ist eine Skala, mit der wir Reflexionsfaktoren im Wesentlichen umrechnen können, Längen bestimmen können, Reflexionsfaktoren bestimmen können. So, fangen wir mal an hier und schauen uns zunächst mal an, welche, was für eine Schaltung der ganzen Geschichte denn eigentlich zugrunde liegt und welche Vorstellung dem zugrunde liegt. So, in der Regel hat man es zu tun, ich mache das hier mal an die Seite, mit einem Generator. Dieser Generator hat einen Innenwiderstand oder eine Innenimpedanz Z0 und in der HF-Technik ist der meist auch noch angeschlossen an eine Leitung. Diese Leitung hat ebenfalls die Wellenimpedanz, die charakteristische Impedanz von Z0 und hier an das Ende packen wir eine Last ZL, die irgendetwas sein kann. Oft, meist, je nachdem wo man arbeitet, fast immer ist Z0 gleich 50 Ohm. So, das sind typische Koaxleitungen, wie wir sie kennen. Das sind typische HF-Generatoren mit Impedanzen von 50 Ohm. Darauf arbeiten wir. Das ist rein reell. Und was wir jetzt nur noch haben, wäre zum Beispiel ein ZL, das einen anderen Wert annehmen könnte. Nehmen wir mal das Beispiel, das wäre 100 Ohm. So. 100 Ohm. Nun, was wir brauchen im Smith-Diagramm ist eine normierte Impedanz ZL', die nichts weiter ist als ZL dividiert durch Z0, in diesem Fall also 100 durch 50, also gleich 2. Ja, und was soll uns das jetzt sagen? Was hilft uns das? Nun, diese 2 können wir hier ins Smith-Diagramm eintragen und die finden wir jetzt hier auf der reellen Achse. Es ist ja ein rein reeller Wert gewesen. Zum Beispiel hier. Der Wert ist das. Das wäre unser gerade berechnetes ZL' von 100 Ohm beziehungsweise gleich 2. So, was kann man weiter damit machen? Nun, wir könnten jetzt bestimmen, wie groß der Reflexionsfaktor ist. Sprich also, welcher Anteil der Welle Gamma L hier an der Stelle reflektiert wird, denn hier treffen ja 50 Ohm auf 100 Ohm und das führt dazu, dass ein Teil der Energie reflektiert wird und nicht in der Impedanz von 100 Ohm umgesetzt werden kann. Nun, wie bestimmt man das? Wir brauchen jetzt zunächst mal die Länge. Ich mache das hier mal so, indem ich hier mir einfach nur so ein gerade besorge. In der realen Realität würde man hier vielleicht den Zirkel nehmen und mit dem gehe ich hier unten in die Skala rein. So, da schnappt er sich schon dran. So, und jetzt kann ich gucken, bis wohin das geht. Das ist in etwa hier diese Linie. So, und kann hier ablesen, dass wir hier an der Stelle einen Reflexionsfaktor für die Spannungs- oder Stromwelle von 0,34 haben, da, was einer Leistungsreflexion von in etwa 0,11, 0,12 entspricht hier, beziehungsweise einer Anpassung von 9,5 oder minus 9,5 dB. Gamma, also gleich, was hatte ich hier gesagt, 0,34 entspricht minus 9,5 dB. Okay. Ja,
greifen wir uns ein weiteres Beispiel. Nehmen wir hier zum Beispiel nicht 100 Ohm, sondern nehmen wir an ZL gleich meinetwegen 10 Ohm, dann ist ZL Strich natürlich 10 durch 50 gleich 0,2. Und wir können dasselbe Spiel hier wieder betreiben. 0,2 finden wir an der Stelle hier auch wieder auf der reellen Achse, weil wir mit einem rein ohmschen Widerstand gearbeitet haben und können wiederum hier die Länge bestimmen. Zack, wir sehen schon, das Ding ist länger geworden. Und so, damit man es besser ablesen kann. Wir finden hier jetzt also Reflexionsfaktoren von 0,66 bzw. 0,48 und eine Anpassung von ca. minus 3,5 dB. Entspricht minus 3,5 dB. Okay, soweit so. Ja, gut oder einfach mit reellen Faktoren. Wir müssen nur eins hier noch beachten. Wir befinden uns links vom Ursprung. Das ist der Ursprung. Hier wäre der 50-Ohm-Punkt. Wir befinden uns links davon, also im Negativbereich des Reflexionsfaktors, was wir auch an der Phase hier mit plus minus 180 Grad sehen. Wir müssen also hier noch ein Minuszeichen spendieren. Okay. Auch das ist schnell weggemacht. Und wir werden jetzt das ZL meinetwegen ersetzen durch eine Spule, mit einem Widerstand in Serie. So, das soll das ZL werden. Und lassen Sie uns annehmen, dass wir hier jetzt einen Wert kriegen von meinetwegen 50 Ohm plus J. Na, nehmen wir 75 Ohm. Das ZL Strich, also einfach nur das hier durch 50 geteilt, ergibt dann 1 plus J. J. 1,5 und kann hier eingetragen werden. Dazu suchen wir uns wieder die 1 als Realteil hier, da, müssen jetzt aber auf diesem Kreis konstanten Realteils hochgehen, bis wir einen Imaginärter von 1,5 gefunden haben. Das ist diese Linie und das wäre dann hier. So. Nun, wiederum die Bestimmung des Reflexionsfaktors. Hier ist jetzt ein bisschen technisch ein bisschen schwieriger auszuführen, weil wir den noch drehen müssen. Upsa. Ja, jetzt ist er in etwa gerade. Und da unten wieder reingepackt. So. -4,5 dB oder 0,6 hier. Und was sagte ich? Entspricht -4,6 dB. Wobei wir hier jetzt nur vom Betrag gesprochen haben, denn nur den haben wir wirklich betrachtet. Wenn wir die Phase des Reflexionsfaktors noch dazu nehmen wollen, dann müssen wir sie auch bestimmen. Dazu ziehen wir einfach mal eine Linie hier durch den Punkt dadurch und bekommen hier an der Stelle die Aussage über die Phase. Hier nämlich etwa 54 Grad. Gamma ist also in kompletter Schönheit angegeben. 0,6 mal e hoch j
54 Grad. Okay. Lass uns noch ein Beispiel rechnen. Jetzt hier meinetwegen für eine weitere Reihenschaltung. In diesem Fall eine Reihenschaltung eines Kondensators mit einem Widerstand meinetwegen 10 Ohm minus J 25 Ohm. Der Kondensator ist natürlich dafür verantwortlich, dass wir hier ein negatives Vorzeichen kriegen. ZL' wäre wieder die 0,2 minus J 0,5. Und wie finden wir das? Zunächst mal mit dem Widerstand würden wir aus dem Ursprung heraus hierhin wandern müssen, beziehungsweise eigentlich vom Kurzschluss hierhin wandern müssen. So, machen wir es mal komplett hin. Hier beginnt der Kurzschluss. Der Widerstand, der Kurzschluss in Serie mit dem Widerstand liefert uns den Punkt 0,2. Der Kondensator hier dreht uns auf diesem Kreise hier weiter, so dass das hier die Bewegung des Smith-Diagramm durch den Kondensator ist und wir jetzt die Reihenschaltung hier komplett gebaut haben. Ablesen. So, ich schreibe das nicht mehr hin, liefert uns hier 2,5, 2,6, 2,7 dB an Reflexionsfaktor und wir müssen die Phase noch bestimmen oder können die Phase noch bestimmen, hier indem wir vom Ursprung über den Punkt bis auf das Phasengeschehen laufen und finden hier minus 120, minus 125 Grad. Da, circa minus 125, minus 126 Grad. So, das getan, könnten wir uns jetzt die Frage stellen, was passiert denn, wenn wir anstatt einer bislang immer vor uns vorgestellten Serienschaltung hier eine Parallelschaltung von meinetwegen einem Kondensator und einem Widerstand haben anstatt ZL. So, das ist durchaus, auch zu bewerkstelligen, aber etwas komplexer, weil wir jetzt nämlich ja hier die Admittanzen addieren müssen, also die Kehrwerte der Impedanzen addieren müssen und nicht mehr die Impedanzen, so dass wir als ZL hier allgemein angeben könnten. Wir haben 1 durch R, das ist der hier, plus J Omega C, das ist der da, hoch minus 1. Also wir mehrere Kehrwerte bestimmen müssen. Nun gehen wir mal davon aus, oder nehmen wir an, dass dieses 1 durch R, das waren 50 Ohm. Dann ist das hier 1 durch 50 Ohm und sagen, nehmen wir mal an, Omega C ist auch gleich 50 Ohm. Nee, ist es eben nicht, sondern 1 durch Omega C ist 50 Ohm. Dann hätten wir hier noch plus J
1 durch 50 Ohm. So. Hoch minus 1 natürlich. So, was wir jetzt tun würden, ist, dass wir diese ganze Geschichte zunächst mal als Admittanz schreiben und so auch normieren. Also yl' ist gleich 1 durch zl'. Und in unserem einfachen Fall würde das jetzt hier sein, dass wir yl mal z0 machen. Auch da kommt eine einheitslose Größe raus. Und in diesem Fall wäre das hier ja, was in der Klammer steht, das yl, das wir da rein tun könnten, mal 50 Ohm ergibt in jedem Fall 1 plus j1. Okay, wir schauen uns das in diesem Diagramm an. 1 plus j1 wäre hier oben. Wundern uns jetzt vielleicht, dass wir mit einem Kondensator nach oben gelaufen sind und nicht nach unten wie eben. Nun, wir können das hier in dem Diagramm sogar nachlesen. Steht es nämlich dran, inductive reactance, also induktive Reaktanzen, wenn Sie mit dem Blindwiderstand arbeiten, oder kapazitive Suszeptanzen, wenn man also mit den Blindleitwerten arbeitet. Also, wir haben es richtig gemacht, wenn wir nach oben gelaufen sind. Nun wollten wir aber eigentlich wissen, wie groß ist denn die Impedanz hier. Nun dazu müssen wir eigentlich diese 1 durch hier bilden. Was wir im Smith-Diagramm machen können durch die sogenannte Inversion am Einheitskreis. Wir müssen also einfach nur diesen Punkt spiegeln durch den Ursprung hier hindurch auf die andere Seite. Und ich mache das wieder mit meiner Linie, die ich dann einfach hier unten drunter packe. So. Und komme an dem Punkt hier raus. Der Abstand zum Ursprung bleibt der gleiche, der Reflexionsfaktor als Betrag somit auch. Das muss er ja auch bleiben. Was ich jetzt hier ablesen kann, ist, dass wir herausgekommen sind bei 0,5 minus j 0,5. Die Welt ist also wieder in Ordnung. Wir haben hier das Minuszeichen, das wir für die Kapazität brauchen. Das scheint zu stimmen. 1 plus j invertiert ergibt also genau dieses hier, nach dem, was wir uns eben vorgestellt haben. Und wir finden eben heraus, dass wir das jetzt auch hier gebaut hätten bauen können durch einen Widerstand von 25 Ohm in Serie mit einem Kondensator, der eben 25 Ohm Blindwiderstand liefert. Ich möchte es gerne noch einmal nachrechnen, ob das wirklich stimmt, ob nämlich wirklich 1 durch 1 plus j auch das ergibt, was da rauskommt. Das ist nämlich 1 minus j durch 1 plus j mal 1 minus j, was ergeben müsste 1 plus j durch 2. Und das ist genau das, was wir da ausgerechnet haben.